Das gefällt mir alles gerade gar nicht. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Gut, habe ich schon gesagt, wir werden jetzt hier ein wenig Kanalisation oder halt diesen Weg bauen. Hier wird später halt das Redstone drauflaufen. Wie man gerade sieht, tauchen nochmal Ressourcen auf. Die werden wir natürlich alle mitnehmen. Da werde ich jetzt keinen Halt machen. Das ist einfach so komplett mit. Ich kann das Ganze auch wieder mit Erde auffüllen. Also, was ich da schon später auffülle, das ist dann mir überlassen, glücklicherweise. Was schmeißen wir mal weg? Ja. Gute Frage, nächste Frage, was wir wegschmeißen können. Zap, zap. So langsam wird es doch wichtig, dass wir hier mal ein wenig... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt können wir hier mal... ein wenig mehr Platz schaffen. Das heißt, wir packen noch eine Kiste hin. Und auch das können wir jetzt erstmal da reinpacken. Das ist schön. So. Ich hoffe, dass es jetzt langsam hier ein bisschen schneller vorangeht, das Ganze. Ich glaube, ich habe jetzt alles mit. Ja. Jetzt kommt natürlich was, was wir natürlich jetzt erstmal machen müssen. Was natürlich auf der einen Seite auch ganz unschön ist. Wir müssen nämlich hier jetzt... Ah, nee, da habe ich schon gemacht. Ah, Moment. Moment, ich muss überlegen. Moment, wir verwenden Kies. Nee, da habe ich alles richtig gemacht. Dann habe ich alles richtig gemacht. Das hätte ich nicht machen müssen. Ich habe doch am Anfang richtig gedacht. Ich habe nur falsch gearbeitet. So. So, da später in den Löchern kommt dann später der Übergang zur Lampe. Ich werde dann gucken, ob ich das auch wirklich so brauche, wie ich es gerade mache. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt regelmäßig Fackeln reinsetzen, damit hier unten auch ja Beleuchtung drin herrscht. So, hatte gerade einen Denkfehler drin, deshalb kam dieser Fehler gerade vor. So. Weil ich habe gerade an meine Serverwelt gedacht und da habe ich etwas anders gearbeitet. So, wir haben hier später die Leitung, beziehungsweise ich mache erstmal hier den Weg drumherum. So, das ist jetzt der Leuchtpfad. Wir brauchen natürlich, habe ich ja gesagt, von dem Turm, den ich jetzt hinten erstmal bauen werde. Ich werde erstmal nur einen provisorischen Turm nehmen. Der müsste hier ungefähr hin. Ah, da würde ich sagen. Das reicht erst einmal. So, zack. Wie schon gesagt, das wird nur ein provisorischer Turm erst einmal. So. Genau. Das war jetzt wieder falsch gesetzt, aber... Da müsste der hin, genau. So. Ich brauche die Schaufel. Ah, ne, Moment. Was hatten wir gesagt? 6 Stück brauchen wir, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, Schweinchen, hau mal ab. 6, das heißt, wir müssten... Nicht, wie ich es gerade gebaut habe... Da, da und jetzt wieder runter. So.
So. Ja. Das müsste passen. Halt. So, wir buddeln uns hier mal ein Stück runter. So. Eine Fackel natürlich setzen. Ast rein. So, jetzt buddeln wir uns von der anderen Seite her. Das geht, glaube ich, besser. Natürlich müsste man wissen, von wo man buddeln muss. Das müsste eigentlich, aua, von da sein. Jetzt hat Schauf, na egal. Jetzt buddeln wir uns hier einfach mal durch. Und schauen, was passiert. Schauen, ob wir ankommen, sagen wir es mal so. Wir brauchen wirklich nur zwei hohe Gänge, das ist vollkommen ausreichend. Und da war schon wieder Kies. Schön gesagt, wir werden öfter mal auf sowas jetzt stoßen. Das weiß ich aus Erfahrung. Und da wir Kies und solche Spirenzen ja massenweise brauchen, können wir das Ganze hier dann auch immer glücklicherweise mitnehmen. Also Wege bauen mit Kies ist ja hier Standard bei uns. Eigentlich fast immer, egal wo. Ich habe es zwar in der Hauptstadt oder in der Stadt selber nicht benutzt. Ich möchte es aber hier in der Hafenstadt halt verwenden. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwann die Wegbeleuchtung in der Hafenstadt auch noch sage. Ich mache die aus Redstone. Dann werde ich auch alles umbauen dementsprechend. Aber das wird die Zukunft zeigen. Man weiß ja auch gar nicht, ob ich so lange überhaupt Minecraft noch weiterspiele. Ja, das ist das erste Mal, dass ich sage, dass ich Minecraft aufhören möchte. Es ist nicht so, dass ich Minecraft aufhören möchte. Die Frage ist natürlich, was passiert, hatte ich am Anfang der Folge gesagt, in Zukunft aus Minecraft. Geht Minecraft in eine Richtung, also nicht mehr so Lego-technisch, wie es jetzt ist, sondern, ja, verlässt dieses Spielprinzip. Muss ich sagen, dann werde ich Minecraft nicht weiterspielen. So. Wie schon gesagt, da werde ich Minecraft halt nicht weiterspielen. Weil momentan ist es, Minecraft ist ja sowas wie Lego, wenn man es so sieht. Der Unterschied ist zu Lego, man erschafft, man baut Blöcke ab und erschafft welche. Lego, da gibt es ja die Blöcke vordefiniert. Okay, man könnte jetzt sagen, man spielt im Creative-Modus und dann haben wir Lego. Ist es wirklich so? Dann haben wir Lego. Ich glaube, wartet mal. Jetzt habe ich alle aufgebraucht. Muss ich mal kurz ein paar neue erstellen. So muss das sein. Genau. Wir müssen gucken, ob das jetzt auch so passt. Aber das stimmt nicht. Ich hätte es auch danach invertieren können. Also das ist jetzt eigentlich Banane. Wo ich das Ganze invertiere. Eigentlich habe ich mir gerade den Repeater da oben umsonst hingesetzt. Wisst ihr das? Weil die Fackel ist ja ein Repeater. So, jetzt gucken wir natürlich. Da müssen wir spätestens wieder erweitern das Signal. Das, ich muss jetzt das erste Mal sagen, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich so eine Redstone-Stadt wirklich im Survival-Modus baue. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Jetzt habe ich das gebaut, was ich haben wollte. So, wir haben das Redstone-Signal, haben wir da. Ich brauche jetzt Redstone-Lampen. Ich hoffe, dass ich die noch hier habe. Das heißt, wir werden also demnächst viel farmen dürfen. Vielleicht machen wir es auch noch in dieser Folge. Redstone-Lampen. Das heißt, wir dürfen ja Glowstone farmen. Heißt es jetzt ja wirklich, wir müssen Glowstone farmen. Und die große Frage ist jetzt, ich habe jetzt Kies ja auch gesammelt. Das machen wir jetzt natürlich auch erstmal. Die Lampen setzen. So. So. Zack. Zack. Ich könnte mal überlegen, in jedem Abzweig, das wäre hier, auch noch eine zu setzen. Da wir hier mit dem Signal ankommen, ich aber noch nicht weiß, ob da eine Straße hinkommt, bringt es also noch nichts. Das heißt, in unserem Fall
Wir müssen die Redstone-Lampe da oben ansteuern. Ich habe vergessen, die Lampe zu setzen. So, da kommt eine Lampe hin. Entschuldigung. Da kommt eine Lampe hin. So. So, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir müssen gucken, wie wir das Signal jetzt verarbeiten können. Dazu trenne ich erstmal auf. Dazu mache ich mal das. Dann mache ich das. Und wenn ich das mache, ist die Lampe wahrscheinlich oben an. Sieht es aus. So also nicht. Bringt mir also gar nichts. Heißt also, wir müssen das ganze Signal ändern. Und jetzt wird es gemein. Wir machen ein Signal dahin. Das heißt, wir invertieren das Signal an dieser Stelle. Halt. Das war falsch. Wir brauchen dich da oben. Dann kommst du da rein. So, jetzt kommt das Tückische. Und weshalb ich jetzt hier auch Größe ausheben muss, das kommt, sehen wir auch gleich. Wieso? So. Wieder keine. Habe ich dabei, das ist gut. So, zack, zack, zack. Lampe ist aus, weil da unten an. So, wie das natürlich danach aussieht, das sehen wir später. So. Eine Sache ist natürlich jetzt doof. Ich habe die Lampen ja schon alle gesetzt. Heißt in unserem Fall in Zukunft. Halt. Wir dürfen die nicht setzen. Ich möchte auch gerne dafür Holz nutzen, damit ich weiß, dass ich es nicht abreißen darf. So, das heißt, zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. So, jetzt kommt die Sache. Wir müssen das Signal ja irgendwie darüber kriegen. Das Signal kommt an, wir müssen es ja weiterschicken. So, normalerweise könnte man jetzt sagen, wir nutzen das Signal, aber das kann ich nicht nutzen. Ich muss es ja dann irgendwann mal verstärken. Ich habe ja gehofft, dass ich das anders machen kann. Ich bin gerade überlegen, wo der Fehler zu meinem System... Ich habe das doch Ganze schon mal gebaut. Ist noch ein tiefer gesetzt? Moment, ich muss was ausprobieren. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. So. Ich habe das. 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 Und das. Ah. Klar, jetzt weiß ich, wo mein Fehler ist. Ich komme gerade mit dem Signal von da. Ich bin mit dem Signal von hier gekommen. Ich kann es nutzen. Doch, jetzt, mein Denkfehler ist weg. Ich hab's. Mein Denkfehler gefunden. Ich kann das so machen. Heißt also, wir machen kurz die Lampe wieder weg. Setzen nochmal den da hin. Setzen die Fackel drauf. Und setzen da die Lampe. Das machen wir hier überall. Wir nehmen die Lampen mal weg. So. Mein Denkfehler. Und zwar, jetzt muss ich was testen, bevor es weitergeht. Lalalala. Den Bogen brauchen wir gerade nicht. Und zwar, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie das war. Dann war das so, ne? Ja, genau. So, zack, zack. Dann war das hier genauso. Zack, zack. Und ich muss ganz ehrlich sein, diese Verbindung brauchen wir gerade erstmal nicht mehr. Weil. Das Weil sehen wir gleich. Das geht hier, das geht da. Das geht so. Das geht auch noch. Und das geht auch noch weg. Du kommst auch weg und dafür kommst du da. Und das gleiche machen wir hier auch. Halt, dahin. So, so. Und so, 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 so.
Und da die Fackel hin. Da die Fackel hin. Und da die Fackel ist auch schon gut. Wieso mache ich das Ganze jetzt so? Mit den Repeatern definitiv immer vor den Blöcken. Weil ich dann von dort aus immer wieder wegzweigen kann, wenn ich will. Wenn ich will. Ich hätte jetzt auch den Repeater da weglassen können an der Lampe, weil ich ja nach da abzweige. Aber es kann ja auch ebenso gut sein, dass ich da irgendwann mal hoch will oder weiter will. Das Problem ist, wir sind hier im Survival-Modus und nicht im Creative-Modus. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind hier im Survival-Modus. Das heißt, solche Dinger sind teuer. Also sparen wir uns das Ganze doch. Gut. Zudem sorgen die Repeater später dafür. Moment, jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen tricksen. Hier läuft das ganz anders jetzt. Weil. Zack. Zack. Fackel. So. Und du kommst weg. Du musst auch. Na. Zack, zack. So, das heißt jetzt für uns. Unser Fall jetzt hier muss hier das Ganze so sein. Also man sieht gerade, dass es doch aufwendiger sein kann, unterirdisch das Redstone zu verlegen als alles andere. So. Das müsste jetzt eigentlich alles soweit ganz gut sein. Das heißt, wir können jetzt hier überall so machen. Genau. Schön, dass es ruckelt. Und zack. Und zack, ich war. Ne. Ich weiß gar nicht, wieso es so ruckelt. Ich vermute doch Redstone. Alter, was ist denn das? Das ruckelt wie Sau. Optionen. Grafikeinstellung. Ach so, Wind auf extrem. Ha, Moment. Fahr Normal, Fahr Plus. Ich glaube, 20 war unsere Einstellung, ne? Genau, extrem kann ich nicht. Noch nicht mit dem Rechner. So. Da haben wir gedacht, lassen wir zu. Da wir noch nicht wissen, ob da wirklich eine Straße hinkommt. So. Dementsprechend sollte jetzt in Zukunft die Beleuchtung angehen, wenn es dunkel wird. Ich würde sagen, ich will gehen im Flugmodus, aber das möchte ich gerade nicht. Ach ne, hier fehlt noch eine, sehe ich gerade. Ich weiß natürlich, ob die noch nicht angeht. Ich weiß natürlich nicht, ob die da. Schade, jetzt habe ich den Block verloren. Die da angeht, das weiß ich natürlich nicht. So, wir haben es 14 Uhr. Okay, wir können noch ein bisschen weiter basteln. Die große Frage ist natürlich jetzt, mit welchem Abstand bauen wir? 1, 2, 3, das wäre eigentlich sonst mein Abstand. Oder machen wir 4 Abstand. 1, 2, 3, oder beziehungsweise 5 Abstand. 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder. Wäre also da. Das heißt, wir hätten dann immer 2 dazwischen frei. Könnte man sich überlegen. Das wäre dann da. 1, 2, 1, 2, 3, nochmal. 1, 2, der. 1, 2, der. Zack. Da wären jetzt ungefähr die Lampen dann. Das können wir nochmal anschließen, schauen, ob das klappt. So, wir haben jetzt hier ja den Repeater. Ach, wir müssen die auch dann irgendwie wieder nach außen schaffen. Ach, wie kriege ich. Ach. Das ist natürlich jetzt immer doof. Zack. Genau, ich mache es ganz einfach.
Ja, ist gut. Kannst du da mal verschwinden? So, das heißt, wir werden. Oh, ja, jetzt reicht's aber. Jetzt. Steh mir im Weg und du hast ein Problem. Alter.